Liebe Gemeinde, ein paar von euch werden es gemerkt haben, nämlich diejenigen, die mit liturgischen Farben umgehen, die vielleicht auch schon ein paar Mal hier im Gottesdienst waren und die wissen, wie unser Altar normalerweise aussieht. Normalerweise sind die Farben weiß für Weihnachten und Ostern. Normalerweise ist dann an Pfingsten rot und in den anderen Zeiten grün die Farbe, die wir auflegen. Dass Blau passiert, ist eher etwas Seltenes. Es ist eigentlich nicht wirklich eine liturgische Farbe, manchmal kombinieren wir es mit Gelb und behaupten dann, es wäre grün. Aber dass nur blau ist, ist eher selten. Auch dass ich diese blaue Stola anhabe, ist eher selten. Und für diejenigen unter euch, die aus dem Protestantismus kommen und unseren Altar normalerweise kennen, denen fällt auf, dass da heute was auf dem Altar steht, was normalerweise nicht darauf steht. Nämlich ein Bild einer jungen Frau. Und wie ihr es natürlich nicht denken könnt, ist es die Jungfrau Maria, die da auf einmal auf unserem Altar ihren Platz gefunden hat. Vielleicht muss ich zu diesem Bild eine Geschichte erzählen. Ich bin ja Protestant. Ich bin aufgewachsen in der protestantischen Kirche, also in der gut württembergisch-lutherischen Kirche Brenzscher Prägung, wo Maria nicht wirklich so eine große Rolle gespielt hat. Aber ich bin auch aufgewachsen in einem kleinen Dorf bei Illwangen, und wer Illwangen kennt, der weiß, ehemalig Fürstpropstei, also katholischer als Illwanger geht es in unserer Umgebung beinahe nicht. Ne? Marienwallfahrtsort auf dem schönen Berg ist eine wundertätige Maria, und damit bin ich aufgewachsen. Ich war bei einer Anna-Schwester, bei einer Nonne im Kindergarten, und jedes von den Kindergartenkindern hat zum Abschied aus dem Kindergarten so ein Bild gekriegt, auf ein Holzbrettle aufgezogen, eine Postkarte, in meinem Fall eben diese Madonna hier. Und hinten drauf steht: Maria, du gute Mutter, beschütze meinen lieben Axel durchs ganze Leben. Zum Abschied vom Kindergarten am 20.07.1974, deine Kindergartenschwester Konstanzia. Ja, finde ich auch. Ja, dieses Bild hat mich begleitet, überall wo ich hingegangen bin. Nach Amerika und nach England und vor allem auch nach Tübingen. Nach Tübingen an die theologische Fakultät, wo ich Theologie gestudiert habe. Und da stand das in meinem Zimmer in der Mohlstraße über meinem Computer, stand dieses Marienbild. Und meine ganzen evangelischen Kommilitonen, wenn sie mich denn dann mal besuchten, kamen in mein Zimmer und sagten: Was macht die hier? Wie kannst du nur ein Marienbild hier aufstellen? Und überhaupt, und es gibt gar nicht katholisch, ich denke, ich Protestant und überhaupt. Ihr meint, es geht heute um Maria. Es soll um Maria gehen in unserer Predigt heute. Und ich werde euch auch noch erklären, warum es darum geht. Aber ihr merkt auch, dass da so ein Bruch da ist, so eine Spannung zwischen dem, was ich als braver Tübinger Protestant mitbringe und was um uns herum ja auch in den katholischen Gemeinden gestern gefeiert worden ist. Aber dazu komme ich gleich noch. Maria Himmelfahrt. Verrat's nicht. Sollen ja noch sich überlegen. Weil eigentlich anfangen will ich meine Predigt gar nicht mit der Erklärung dessen, was auf unserem Altar ist, sondern mit einer anderen Geschichte. Eine Geschichte, die ihr auch alle kennt, die ihr sicher im Fernsehen schon einmal gesehen habt. Es ist die Geschichte vom Münchner im Himmel. Ihr erinnert euch? Es ist diese Geschichte von diesem Münchner Gepäckträger, der eines Tages von den Anstrengungen seiner Arbeit am Münchner Hauptbahnhof tot umfällt und in den Himmel hinauffährt, wo er dann eine Wolke zugewiesen kriegt und Harfe spielen soll den ganzen Tag und doch eigentlich viel lieber wieder ins Hofbräuhaus nach München gehen wollte. Aber das darf er nicht, weil er sitzt da mit seinen brandneuen Flügeln auf dem Rücken, mit einer brandneuen Harfe in der Hand. Und Petrus selbst erklärt dem etwas erstaunten Münchner, wie die Situation im Himmel denn so ist, also wie der Tagesablauf ist. So erklärt es der heilige Petrus. Erklärt von morgens 7
bis mittags 12 müssten die Engel auf ihren Wolken sitzen und zur Harfe Hosianna singen. Und von mittags 12 bis abends 7 müssten sie auch da sitzen und Hosianna singen. Zwischendurch würden sie einen Krug Ambrosia bekommen. Also das, was die Engel so trinken, kein bayerisches Stoutbier. Und dann fliegt ein Engel vorbei, ein durchgeistigter Engel. Ich liebe diesen durchgeistigten Engel, er fliegt vorbei. Schaut den Münchner im Himmel an, lispelt Hosianna und fliegt von dann. Etwa so. Ihr lacht. Aber es ist natürlich ein Zerrbild, diese Geschichte. Es ist ein Zerrbild, die da von dem gezeichnet wird, was im Himmel sein soll. Und in Wirklichkeit ist das natürlich eine Satire auf das, wie die Menschen hier auf Erden Christen und die Kirche wahrnehmen. Durchgeistigte Engel seien sie, die Christen, die so immer etwas lispeln und immer etwas lächeln, die aber keine Ahnung haben von dem, was wirklich passiert und die sehr vergeistigt und esoterisch dahinfliegen, keine Beziehung zum wirklichen Leben haben, die nicht so ganz wirklich in ihrem Körper drin sind und auch nicht so wissen, wie Kirche, wie Welt funktioniert. Kirche sei so etwas total anderes, das ganz außerhalb von dem ist, was die Welt ist. Und überhaupt Körper und Christen, das passt überhaupt nicht zusammen. Ja? Die würden eher zur Libertär ins Kloster gehen, wo sie dann noch vergeistigter werden, diese Christen. Und demgegenüber seien dann Menschen wie der Münchner im Himmel, der gerne mal ein Maß trinkt und der sehr stark mit beiden Beinen auf dem Boden stehen will, die seien dann etwas suspekt, diese etwas erdigen Menschen, die sich um ihren Körper kümmern, mit ihren Gefühlen, die zu Freude und Leid und auch vielleicht zu Lust stehen und zu ihrem oder in ihrem Körper sind, und sie sind verdächtig und wahrscheinlich nichts anderes als reine Heiden. Diese Bilder vom durchgeistigten, welt- und körperfremden Christentum sind auch heute noch so aktuell wie immer in der Kirchengeschichte. Und ich bin mir relativ sicher, dass ihr eure eigenen Bilder habt von den Christen, die nicht so ganz genau wissen, wie Erde eigentlich funktioniert oder wie Gemeindeorganisation funktioniert, weil natürlich auch bei Pfarrern sind solche durchgeistigten Engel durchaus nicht ganz selten. Gestern hat die katholische Kirche ein Fest gefeiert. Ein Fest, das zugegebenermaßen für uns Protestanten, für mich als Protestant, so ein bisschen ein fremdes Fest ist. Ich bin eigentlich ganz froh, dass gestern kein Feiertag war, weil ich nicht ganz genau wusste, was ich mit dem Feiertag der Aufnahme Mariens in den Himmel eigentlich anfangen sollte. In der protestantischen Kirche wird dieses Fest ja eher nicht wahrgenommen oder wenn, dann eher mit so Unverständnis und Misstrauen. Also, für viele von uns ist ja gerade Maria, die Mutter Jesu Christi, der sichtbare Trennungspunkt zwischen den Kirchen. Also wenn da ein Marienbild steht, sind wir in der katholischen Kirche, wenn da kein steht, können wir davon ausgehen, dass wir in der evangelischen Kirche sind. Die einen fürchten, sie könnten etwas Wichtiges verlieren, die anderen fürchten, man könnte ihnen etwas Fremdes überstülpen und wir haben den schönsten Krach, wenn es um Maria geht. Und genau da vergessen wir dann jenen Satz, den der Engel zu Maria gesagt hat, ganz am Anfang. Fürchte dich nicht. Und wir vergessen gerade als Protestanten auch, dass selbst Martin Luther Zeit seines Lebens über Maria gepredigt hat. Selbst die vorletzte Predigt, 3 Tage vor seinem Tod, die vorletzte Predigt, die wir haben von ihm, hat die Gottesmutter zum Thema. Und die dritte Predigt, die wir überhaupt haben, also nicht die erste oder die zweite, sondern die dritte, das sind Mitschriften seiner Studenten, die wir von ihm haben, beschäftigt sich mit der Gottesmutter. Ich habe da mal eine Statistik drüber gemacht. Er predigt immer
über Maria. Und so ist es für mich jetzt heute ganz spannend, mal zu schauen, was hat denn dieses Fest, das da gestern gefeiert worden ist, in einer großen Teil der Christenheit bei unseren Brüdern und Schwestern, was hat denn das mit uns zu tun? Und was hat es mit dieser Geschichte vom Münchner im Himmel zu tun, die ich euch gerade erzählt habe? Lasst uns also mal Maria anschauen und die Aufnahme Mariens in den Himmel. Ursprünglich wurde an diesem 15. August im 5. Jahrhundert an diesem Tag des Todes der Mutter Jesu gedacht. Das war der Anfang dieser Feiern um diesen Tag herum. Und zu diesem Fest gehört dann eine Erzählung, die erzählt wurde, die nicht in der Bibel steht, aber die schon sehr lange mündlich weitererzählt worden ist. Und das ist die Erzählung, wie Maria, nachdem sie gestorben war, 3 Tage von den Aposteln beweint in ihrem Sarg gelegen hatte. Und wie dann am 3. Tage ihr Sohn Jesus selber auf den Wolken herunterfährt und sie abholt von dieser Erde und sie mitsamt ihrem Körper in den Himmel hinaufholt. Und zurück bleibt nur ein Regen aus duftenden Rosenblättern, der in diesem Raum, wo sie gelegen hat, auf einmal in der Luft liegt. Und Maria sei so die Erste, die so in den Himmel kommt, und alle anderen Menschen würden ihr eines Tages in gleicher Weise am jüngsten Tag folgen. Ich glaube, das ist im Original eine sehr bewegende Geschichte, auch wenn sie oft eher kitschig dargestellt wird. Geht mal in Barockkirchen, da findet sich irgendwo auf einem Deckengemälde genau diese Szene. Es gibt kaum eine Barockszene, Kirche, wo das nicht irgendwo dargestellt wird. Wie Maria und Jesus auf einer Wolke nach oben fahren und unten stehen die Apostel mehr oder weniger doof in die Gegend und in diesen leeren Sarg hineinschauend, und sie sind umtost von einem Sturm aus Rosenblättern. Und ich frage mich jetzt, für wie viele Menschen des 21. Jahrhunderts, egal welche Konfession, hat dann so eine Geschichte mit Auffahren und Wolken und Rosenblättern denn überhaupt noch eine konkrete Bedeutung? Als Mensch des 21. Jahrhunderts, als Kind der Aufklärung, habe ich gelernt, die Frage nach der historischen Wahrheit zu stellen. Eine Frage, die hier nicht beantwortbar ist, weil keiner kann mir eine Handvoll Rosenblätter zeigen, die da von der Zimmerdecke geregnet sind. Aber ich weiß auch, dass Glaubensaussagen, also Aussagen über das, was wir glauben, in der alten Kirche sehr oft in der Form von Bildern und Geschichten erzählt wurden. Die Menschen damals dachten nicht so abstrakt und losgelöst von der Realität, wie wir das heute tun. Sie entwickelten nicht abgehobene theoretische, mathematische, wissenschaftliche Modelle, sondern die Menschen damals erzählten einander Geschichten. Und da war es dann nicht so wichtig, ob so eine Geschichte wirklich historisch genau so stattgefunden hat. Das ist eine Frage, die erst viel später entsteht. Sondern es war wichtig, ob diese Geschichte, ob das, was da erzählt wird, wahr war. Ob Wahrheit in dieser Geschichte drin war. Die historische Wahrheit, also diese Aufnahme Mariens in den Himmel irgendwann im Jahr, keine Ahnung, wie alt wird sie geworden sein, 65, also im Jahr 50 rum oder sowas, am 15. August, diese historische Wahrheit kann ich nicht nachvollziehen. Die kann ich euch auch nicht erklären oder beantworten. Aber das ist auch nicht wichtig. Ich glaube, dass diese Geschichte, dieses Fest, das da gestern gefeiert worden ist, dass diese Erzählung eine Wahrheit enthält. Eine Wahrheit, die für uns heute wichtig ist. Denn es geht in dieser Erzählung gar nicht so sehr um Rosenblätter, sondern es geht um die Frage nach dem Verhältnis von Körper und Seele. Ihr merkt, ein ziemlicher Schritt, aber merkt es euch. Es geht um das Verhältnis von Körper und dem, was da drin ist, der Seele. Es geht darum, was zu Gott gehört und was nicht. Um das verstehen zu können, müssen wir ins 5. Jahrhundert zurückgehen.
in gerade dieser Zeit, als diese Geschichte entstanden war in der christlichen Kirche, mal wieder eine theologische Strömung an der Macht, die ganz klar sagte, nur die Seele ist gut. Also dieses geheimnisvolle Innere. Und sie ist von Gott gegeben, dieser Lichtfunke. Und alles andere, der Körper und die Welt und die Schöpfung und alles, was um uns herum ist und wo man so draufklopfen kann, alles, was Körper hat, ist böse und unrein und ekelig und muss abgetötet werden. Je weniger da lebt, desto stärker kann die Seele werden. Weil die Seele, die will hin zu Gott, aber der böse Körper zieht uns immer wieder hinunter, weg von Gott und letztendlich in die Hölle. Und die Menschen saßen da und geißelten sich und hungerten und in den Klöstern saßen die Asketen, die sich noch mehr geißelten und noch mehr hungerten. Und sie saßen da mit ihren verhärbten Gesichtern und sie hatten keine Fenster vor dem Fenster, damit es recht kalt war, damit sie froren. Und sie saßen da und haben frierend ihre Gebete gemurmelt, um die Seele vor den Versuchungen ihres Körpers zu reinigen. Und genau in diese Situation hinein entsteht jetzt in einem anderen Teil der Kirche eine Geschichte, eine Erzählung. Das ist die Erzählung von der Aufnahme des Körpers von Maria in den Himmel. In einer Situation, wo Menschen versuchen, ihren Körper abzutöten, die Mortificatio Carnis ist das Fachwort, die Abtötung des Fleisches, wie man in der Kirche sagte, entsteht die Geschichte, in der Jesus sich vom Himmel herunter auf den Weg macht und seine Mutter Maria in ihrer Gesamtheit, mit ihrer Seele, mit ihrem Geist und mit ihrem Körper zu sich in den Himmel holt, wo er schon die ganze Zeit mit seinem menschlichen Körper bei Gott lebt. Wer diese Geschichte erzählte, der entwurf ein Gegenbild zu dieser anderen Geschichte, dass der Körper böse sei. Er erzählte nämlich, schau her, Jesus ist in seiner Gesamtheit als Mensch und Gottes Sohn mit Körper und Seele im Himmel. Und Maria, weil sie seine Mutter war und er sie liebte und weil da eine ganz enge körperliche Beziehung bestand, weil er aus ihr herausgekommen war, die holte er auch mit Körper und Seele in den Himmel. Und nicht nur einfach die Seele und der Körper darf da im Grab verrotten. Und auch ihr alle anderen, sagt dieser Erzähler, ihr werdet als Menschen eines Tages hinauf in das Haus Gottes gerufen werden. Jenes Haus, von dem Jesus sagt, dass es viele Wohnungen hat und Jesus hat eine Wohnung für euch vorbereitet. Und ihr werdet, so sagt es der Erzähler, zu seinen Zuhörern und Zuhörerinnen, die da saßen und gezittert haben, weil es so kalt war, die Hunger hatten, weil sie sich nichts zum Essen gegönnt hat, auch ihr werdet einmal als ganze Menschen in der Gegenwart Gottes sein. Nicht als gereinigte, körperlose Geistwesen. Erinnert euch an den Engel? Nein, überhaupt nicht. Sondern ihr werdet da oben sein mit all dem, was euch ausmacht. Mit euren Körpern, mit euren Gefühlen, mit allem. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Provokation diese Aussage war? Für all die abgemagerten, ungewaschenen Mönche und Nonnen, die da frierend und hungrig in ihren Zellen saßen. Da kam einer und sagte, euer Körper ist genauso gut wie eure Seele und ihr werdet eines Tages erleben, wie ihr mit eurem Körper vor Gott stehen werdet. Auch wenn euer Körper im Grab vergeht, so wird Gottes schöpferische Kraft euch doch mit all dem, was ihr seid, zu Gott rufen. Und zwar mit all dem, was ihr vor Gott sein könnt. Nicht mit dem Körper, der jetzt friert und zittert und dem die Hüfte wehtut und dem Fies wehtut und der seine Probleme hat, sondern mit diesem Körper, wie Gott ihn haben wollte und wie er halt auf dieser Welt vielleicht so nicht hat wachsen dürfen. Sondern ihr werdet mit all dem, was gut ist, vor Gott stehen. Und da wird jetzt für mich diese Geschichte aus dem 5. Jahrhundert, verkitscht in den Zeiten und überladen mit Theologie, ganz greifbar. Da hat sie Auswirkungen für mich selber. Und zwar Auswirkungen nicht nur für mein ewiges Leben, also irgendwann einmal nach dem jüngsten Gericht, sondern Auswirkungen für heute. Auswirkungen für das, was heute mit mir geschieht und wie ich heute mit mir umgehe. Weil ich da höre, dass mein Körper so wichtig ist,
für Gott, dass er von Gott gerufen wird. Und dann haben wir da auf einmal Konsequenzen daraus. Da darf ich nämlich jetzt nicht einfach mehr der Tübinger Theologe sein, für den der Körper einfach nur dieses Gestell war, das sein Gehirn von A nach B trägt und das ich möglichst ein- bis zweimal am Tag in die Mensa bewegen sollte, damit ich Benzin nachleeren kann. Sondern da ist auf einmal Körper etwas, was Teil meines Seins ist. Dass Gott mich als ganzen Menschen ruft und liebt, heißt dann, dass ich mich auch um meinen Körper kümmern muss, kümmern darf. Und dass ich aufhören muss, nicht darauf zu hören, was mir mein Körper sagt. Dass ich als stressgeplagter Mensch meine Ruhe einhalten muss, wenn mein Körper Ruhe braucht. Dass ich mir Zeit nehmen muss, um meinen Körper gut zu ernähren. Und dass ich endlich mal damit aufhören sollte, mittags im Büro mit der einen Hand zu telefonieren, während ich mit der anderen zwei Leberkäsewäckler mit Senf in mich hineinstopfe. Tue ich. Sondern dass ich vielleicht daran denken sollte, dass ich etwas Gutes ihm zu essen gebe. Dass Gott mich als ganzen Menschen ruft und liebt, heißt auch, dass ich lernen muss, einmal Nein zu sagen, wenn es um Überstunden geht im Geschäft. Und wenn ich dann weitermachen soll, obwohl eigentlich ich heimgehen will, um mir ein bisschen Ruhe zu gönnen. Dass ich lernen muss, dass Arbeit auch morgen noch da ist und dass die Welt wahrscheinlich nicht zusammenbricht, wenn ich das erst morgen mache. Jetzt wird es schwierig. Jetzt sind ja natürlich Menschen hier, die nicht so tolle Erfahrungen mit ihrem Körper machen. Deren Körper hier irgendwie nicht so toll funktioniert. Brauche ich gar nicht angucken, ihr wisst, wen ich meine. Ich gehöre ja auch mit einer kaputten Hüfte dazu, ne? Und ärgere mich manchmal. Genau da sagt Gott aber auch etwas zu mir. Nämlich, dass da etwas ist, was in der Liebe Gottes weitergeht. Was größer ist als diese Limitierungen, die wir heute haben. Natürlich ist Maria auch alt geworden und wahrscheinlich hat sie irgendwann mal einen Hexenschuss gehabt. Und wir haben die Knochen weh da. Sie war eine Frau, die die ganze Zeit gearbeitet hat, ein Leben lang und wahrscheinlich hart gearbeitet hat. Die mussten an der Brunner gehen und Wasser holen und solche Geschichten und Holzhacken. Aber dass da auch etwas drinsteckt in diesem Körper, was dennoch wertvoll ist und der dann verändert wird. Der dennoch wertvoll ist, wenn er auch hier manchmal Schwierigkeiten macht. Das bedeutet für mich aber auch, dass ich mich mit dieser Wertschätzung des Körpers auf die Suche nach meinem eigenen Körper machen darf. Und entdecken darf, dass dieser Körper, so wie es angefangen hat, irgendwann einmal als Baby vielleicht nicht dieser Körper ist, der dann von Gott gerufen wird. Dass ich mich auf den Weg der Suche machen darf und Neues finden darf und eben nicht sagen muss, naja gut, Körper weg damit und irgendwann bin ich dann nur noch eine körperlose Seele im Himmel. Körper ernst nehmen, ich glaube, das ist das, was uns diese Geschichte sagt. Körper ernst nehmen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Und dann Gott aber auch immer wieder bitten, dass, wenn er sich schon auf den Weg macht und uns nachher neu schöpft, er das vielleicht jetzt schon tun darf. Ich glaube, dass wir genau darum beten dürfen. Das Wichtigste, was ich an dieser Geschichte sehe, ist, dass ich das alles nicht nur darf, also diese Erlaubnis dazu habe, sondern es auch soll. Dass ich diesen Körper ernst nehmen soll. Den Gott, der unseren Körper geschaffen hat, der Jesus, der selber als Mensch mit seinem Körper zu Gott geht, um dort alles vorzubereiten, der Jesus, der in dieser Erzählung eben seine Mutter mit all dem, was sie ist, in den Himmel holt, auch mit ihren Erfahrungen. Dieser Jesus sagt zu mir, ihr dürft euch um euren Körper kümmern. Ihr dürft
euch darum kümmern. Ihr dürft auch für euren Körper beten und vor allem dürft ihr heute in eurem Körper leben. Du sollst ein ganzer Mensch sein, sagt diese Geschichte, sagt mir Maria am 15. August. Ein ganzer Mensch mit Hunger und Durst, aber eben auch mit Freude am Essen und am Trinken. Mit Müdigkeit, aber auch mit diesem gloriosen Gefühl, wenn man sich sonntagmittags nochmal für eine Stunde anlegen darf. Mit dem Bedürfnis, immer mal wieder in den Arm genommen zu werden, aber auch mit diesem Fest, das entsteht und das passiert. Dieses Fest, das wir Sex nennen und über das in der Kirche gar nicht geredet wird. Das sagt mir Maria und ihre Aufnahme in den Himmel an diesem Tag. Freude am Körper, dass auch Freude am Tanz und an der Ruhe sein darf und das Gebet sein darf für Heilung. In der christlichen Kirche feiern wir den Ruf Gottes, die Einladung Jesu zu Gott zu kommen. Wir sind eingeladen in die Gemeinschaft der Kirche, um mit Jesus zu feiern. Und genauso wie Jesus selber als ganzer Mensch mit seiner Mutter die ganze Frau war, mit seinen Freundinnen und Freunden die ganze Menschen waren, feiert, so nehmen wir auch teil an diesem Fest der Menschen mit Gott. Spaltet nicht irgendwas ab, sondern holt es herein. Es geht nicht darum, dass durch geistigte Wesen sich an Ambrosia erfreuen und mit der Welt nichts zu tun haben. Das ist keine christliche Tugend, möglichst weltfremd zu sein. Sondern lernt, diese Welt anzunehmen und in dieser Welt zu leben. Gott spricht den ganzen Menschen an. Jesus kommt real zu uns. So wie er in der Geschichte von der Himmelfahrt Mariens vom Himmel kam, um sie zu holen. Darum sollen wir hier ganz sein, ganzheitlich. Sollen nichts zurücklassen, was uns ausmacht. Sollen nicht verschweigen, woran wir leiden, sollen aber feiern, was uns erfreut. Und dafür Dank sagen. Wir dürfen das, weil der Ruf Gottes das alles einschließt. Weil der Ruf Gottes uns als ganzen Menschen gilt. Und vor Gott stehen wir eben als ganze Menschen. Mit all dem, was uns ausmacht. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich sind wir nicht umtost von Rosenblättern. Aber wir sind umtost von der Liebe Gottes. Dessen bin ich mir ganz sicher. Amen.